Willkommen zu inzwischen Teil Nummer 26 meiner Megaserie über Musikproduktion. Wir sind schon ganz schön weit gekommen. Im Moment sind wir bei der Automation angelangt. Das ist das wichtigste Stilmittel meines Erachtens im letzten Drittel des Mixing-Prozesses. Ich habe dir gestern gezeigt, wie du über das Attack-Prinzip neue Elemente oder Instrumente besser in neue Songparts einführen kannst. Und heute geht es um die Automation von Einzelinstrumenten. Zum Thema Automation möchte ich dir auch nochmal sagen, das ist dieses letzte, passiert im letzten Drittel deines Mixes und das braucht relativ viel Zeit. Also nochmal fast so viel Zeit, um einen guten, ordentlichen Grundmix hinzubekommen. Ja? Wir schauen uns mal an, was ich gemacht habe und ich erkläre dir dann so ein bisschen, was ich gemacht habe und warum. Ich öffne hier die Automationsansicht. In Logic geht es über den Tastaturkurzbefehl A. Und das sieht jetzt in jeder DAW so ein bisschen so ähnlich aus. Du siehst hier diese lustigen Linien mit diesen Pivotpunkten, nennt man die, wo es so hoch und runter geht oder hin und her, je nachdem, wenn man Panning macht, also Instrumente im Stereofeld hin und her wandern lässt. Das habe ich jetzt hier in diesem Mix nicht gemacht. Und wir fangen einfach mal oben an mit den Drums. Bei den Drums mache ich es grundsätzlich immer so, in solchen Produktionen, Rockproduktionen, Popproduktionen, dass ich die Breaks lauter mache nochmal. Denn auch wenn die Musiker dynamisch spielen, das heißt, auch wenn der Drummer lauter geworden ist bei seinem Break, auch wenn der Gitarrist ein Crescendo spielt, also lauter wird, kommt das hier im Mix nicht so stark an. Das ist ungefähr so, wie vor der Kamera zu stehen. Wenn du vor der Kamera normal sprichst, so wie du dich mit deinem Kumpel unterhältst oder mit jemand anders, ist es meistens ein bisschen langweilig. Das heißt, ich bemühe mich auch immer so ein kleines bisschen schneller zu sprechen und dann sollte es auf dich normal wirken. Ja, wenn ich normal sprechen würde, würde ich jetzt etwas langsamer sprechen. Und so ist es im Mix eben einfach auch. Also so ein Break oder so eine Dynamik, die vom Musiker gemacht ist, kommt einfach nicht mehr so stark hier im Mix an und deswegen helfe ich da immer gerne ein bisschen nach. Bei den Drums sind das hier die Breaks und wir können hier einfach mal reinhören in den ersten Break. Nehmen wir einfach mal direkt den. Und ich zeige dir den direkten Vergleich mit und ohne Automation. Ja, diesen Break habe ich hervorgehoben. Das mag dir jetzt gar nicht so krass vorkommen, aber hör mal ganz genau hin jetzt. Ja, zuhören, sehr genau zuhören. Als 2 dB habe ich ihn lauter gezogen. Ich mache mal direkt den wieder runter und dann direkt wieder an. Und mit. Also du hörst einfach, dass die Drums da noch einen Tacken mehr durchknallen. Das mag nicht so wahnsinnig auffällig sein, aber das sind die vielen kleinen Schritte, die ich dir erklärt habe. Ja, das sind viele kleine Bearbeitungen jetzt hier auch bei der Automation. Und auch gerade solche Toms bei Rockproduktionen oder sowas, wenn du hörst, dass sie so durchknallen, ist das oftmals nicht Kompression, weil da viele auch immer fragen, ja, wie komprimieren die Drums, dass sie so krachen? Ja, Kompression ist ein großer Teil davon, aber es ist eben auch viel Automation, ja. Und wir können uns jetzt hier nochmal zum Beispiel dieses Crescendo hier anschauen, auch nochmal ohne Mitautomation, ja, wo sie so hochgehen vom letzten Chorus, da hörst du es auch nochmal ganz gut. Du hörst schon, er spielt hier ein Crescendo, der Drummer. Und er wird auch laut, er ist bei der Aufnahme schon lauter geworden, hat alles richtig gemacht, aber es kommt hier nicht mehr so gut an. Und deswegen ziehe ich ihn jetzt hier nochmal ordentlich hoch und du wirst einen Unterschied merken. Ja, du siehst, wie ich selber mitgehe vor Begeisterung. Nee, aber genau das möchtest du ja damit erzeugen. Ja? Du möchtest den Zuhörer damit mehr reinziehen und mehr Dynamik in den Mix bringen. Jetzt gehen wir nochmal weiter und schauen uns jetzt die Akustikgitarre an. Genau bei der Akustikgitarre habe ich es jetzt so gemacht, da bin ich auch hier, das siehst du auch hier bei dieser Dynamik mitgegangen. Ja, wenn er hier so Viertelanschläge macht, das Crescendo, was die Drums gespielt haben. Aber du siehst auch, dass ich die Gitarre lauter und leise gemacht habe. Siehst du, hier ist die Akustikgitarre, ne? Und ich habe hier leise gemacht und hier habe ich sie teilweise lauter gemacht. Ach, das ist die Akku 13, der kommen wir gleich noch. Okay. Was ich jetzt probiert habe, ist nochmal den Vers Nummer 1 und den Vers Nummer 2 deutlich voneinander abzusetzen, über Automation. Und ich zeige dir kurz, ich spiele es einfach mal vor und dann vielleicht hörst du, was ich jetzt anders gemacht habe. Also das ist Vers Nummer 1. Maybe I could find a way.
und Vers Nummer 2. Dir fällt wahrscheinlich auf, dass es anders ist, aber vielleicht nicht direkt war es. Ich habe versucht im Vers 2, das habe ich nicht versucht, das habe ich gemacht, ich habe die Akku 1 hier runtergezogen, ja, und habe die Keyboards, die hier unten sind, nach oben gezogen. Ja. Das bedeutet also, im ersten Vers ist das Keyboard hier relativ zurückhaltend und die Gitarre ist ein bisschen lauter, die akustische Gitarre. In dem zweiten Vers habe ich die Gitarre runtergezogen und die Keyboards hier nach oben gezogen in der Lautstärke, damit ich so ein bisschen mehr Abwechslung noch habe. Ja? Damit sich der zweite Vers nochmal vom ersten Vers absetzt, habe ich den im vorherigen Teil schon mal erzählt, wie wichtig das ist, dass sich einfach die Songparts voneinander absetzen. Was mir dann noch aufgefallen ist im Verlauf des Automatisierens, ist, dass hier zum Beispiel, also zum Automatisieren, das gehört jetzt nicht unbedingt zum Automatisieren, dass ich die Elektrik-Gitarre hier gemutet habe im zweiten Chorus, weil da die Power-Chords dazu kamen. Also sie spielt ja hier im ersten Chorus das. Ja, und ich fand jetzt im zweiten Chorus ist das zu viel, wenn die Powerchords dazukommen, dann sind das mir zu viele Elemente und ich möchte nicht, dass mir zu viele Elemente den Mix zumüllen. Apropos Mix zumüllen, mir ist dann hier auch nochmal aufgefallen, bei der Akku 3, dass die mir hier zu viel spielt. Ja, und dann hören wir einfach hier nochmal rein kurz. Du wirst gleich merken, was ich meine. Sie spielt mir zu viel und sie quatscht da zu viel auf der rechten Seite rum und dröhnt mir in den Gesang rein. Das heißt, ich möchte nur, dass sie spielt da, 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 da. Und dann spielt sie nichts mehr. Deswegen mute ich sie da, damit einfach da weniger los ist und damit sie mir nicht in den Gesang da streitig macht oder den Platz mit dem Gesang streitig macht. Jetzt Version von vorher. Es nervt, ja, es nervt. Das ist auch so wie Musiker im Proberaum, die immer zu viel spielen wollen, ja, das ist das Gleiche. Also auch hier, ja, das ist so ein bisschen Erfahrungssache. Einfach, du musst so ein Gehör dafür entwickeln, okay, spielt da jetzt zu viel? Ist das zu viel? Ist das zu überladen? Und in 90% kann ich dir sagen, weniger ist tatsächlich mehr in so einem Mix. Okay, gehen wir nochmal ein bisschen weiter nach hinten im Mix. Und es ist auch wichtig, immer auf Feinheiten zu achten. Also auf kleine Melodien, auf kleine Licks, die du noch ein bisschen nach vorholen möchtest. Und zum Beispiel ist das hier im Outro, glaube ich, hier bei dem Keyboard, spielt hier eine schöne Melodie. Wenn wir mal ins Outro gehen. Die habe ich auch noch vorgeholt. Das klingt jetzt solo sehr auffällig. Ja, und du denkst dann eigentlich, das klingt nicht gut, das klingt viel zu auffällig, dass ich das hier da lauter mache. Aber im Mix hörst du es nicht mehr und man hört wirklich, dass diese Melodie gut durchkommt, im Gegensatz zu vorher, wo man sie fast nicht gehört hat. Also gehen wir ins Outro. Wenn ich jetzt die Automation weglasse, dann hörst du die gar nicht. Das ist Automation, das ist ein ganz wichtiger Teil im Mixing-Prozess. Wenn du damit noch nicht zurechtkommst mit deinem Mixing-Prozess, empfehle ich dir mein PDF Speedmixing. Da zeige ich dir, wie du in 10 einfachen Schritten zum hoffentlich perfekten Mix kommst. Insbesondere zeige ich dir auch hier, wenn es um Automation geht und wann du die einsetzen sollst. Viele fangen meines Erachtens auch viel zu früh im Mixing-Prozess an, Automation einzusetzen. Also um richtig abzumischen, musst du auch wissen, welchen Arbeitsschritt mache ich nacheinander, welcher Arbeitsschritt folgt auf welchen Arbeitsschritt und was ist der erste wichtige Arbeitsschritt und so weiter. All das erfährst du in Speedmixing, dem PDF, habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Jetzt interessiert mich wie immer deine Meinung, wie arbeitest du mit Automation? Ich weiß, dass es da auch sehr viele unterschiedliche Ansätze gibt und dass viele Automationen schon viel weiter vorher im Mix einsetzen als ich.
Was ist da deine Meinung dazu? Das würde mich sehr interessieren. Schreib mir das bitte unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wie immer, wenn dir dieses Video gefallen hat, wenn du es mit jemandem teilen würdest, dem es auch weiterhilft. Und ich hoffe, ich sehe dich dann morgen bei Teil Nummer 27. Da werden wir uns um den Gesang kümmern und werden wieder mit Automation noch mehr Drama in den Gesamtmix bringen. Viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.